Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ein mega besonderes Video am Start. Und zwar, ihr seht schon im Titel, die 100.000 Abonnenten wurden geknackt. Ach du Scheiße, Jungs, einfach mega nice. Wir haben die zwar schon am 21.12. erreicht, das war einfach so heftig, noch vor Weihnachten. Ich hatte, glaube ich, noch nie so ein geiles Weihnachtsgeschenk. Einfach danke an jeden einzelnen von euch einfach, das war einfach zu heftig, Jungs. Ich habe die ganze Zeit refreshed und dann waren wir bei 99.999 und dann habe ich einen Screenshot gemacht und dann stand da die 100.000. Ihr glaubt nicht, mein Herz war am Pochen, mir war so warm, ich war so glücklich, Jungs, ohne Spaß. Und ich glaube, kein YouTuber kann von sich sagen, dass er wirklich sich durch YouTube so sehr ins Positive verändert hat wie ich. Weil ich war damals, zu Schulzeiten und so, war ich so ein unglaublich schüchterner Mensch. Ich habe mich nicht getraut, auch wenn ich meine Noten verbessern konnte, irgendwelche Referate vorzutragen oder so. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und dank YouTube bin ich einfach komplett unschüchtern. Alles klar. Nee, also ich bin überhaupt nicht mehr schüchtern. Das hat sich einfach so alles zum Positiven entwickelt durch YouTube. Und ich bin da einfach mega dankbar für, weil das ist einfach so eine Eigenschaft von mir gewesen, die hat mich todes abgefuckt. Und jetzt habe ich so ein krasses Selbstbewusstsein aufgebaut durch YouTube. Und das ist einfach so mega nice. Ich habe mich da richtig drüber gefreut. Und danke einfach nochmal an jeden einzelnen von euch, der mich unterstützt hat und so einfach richtig krass. Und ich wollte euch einfach mal so einen kleinen Werdegang von mir zeigen, von 0 Abonnenten bis jetzt, weil meine Qualität von den Videos hat sich einfach so unnormal verbessert. Ich zeige euch jetzt einfach mal mein allererstes Video. Das wird einfach todespeinlich. Egal, ab dafür. Yo, hey Leute, was geht ab? Ich bin's, der Blacktime, und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Und ja, also, ich würde mal sagen, fürs erste Commentary war's das. Also, haut rein, Jungs. Ach du Scheiß, ist das peinlich, Jungs. Oh mein Gott, ey, das Video ist so peinlich, ne? Aber jeder fängt mal klein an und irgendwann, Jungs, irgendwann, wenn ihr auch YouTube macht, ne? Ihr müsst einfach nur dran glauben. Ihr habt gerade gesehen, wie ich angefangen habe. Es war einfach todespeinlich, aber trotzdem, irgendwann wird es irgendwas. Und jetzt zeige ich euch einfach mal mein allerletztes Video, was ich gemacht habe. Und da seht ihr einfach mal, wie meine Qualität von den Videos sich einfach unnormal gesteigert hat. Nein! Yes, Mann! Oh mein Gott, jetzt nicht, Alter! Jawohl! Ja, ich würde mal sagen, das kann man auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Video nennen. Ich meine, das erste Video und jetzt das. Also es ist einfach todesheftig. Danke nochmal für über 100.000 Abonnenten. Einfach todesheftig. Ja, Jungs, und ich will mich natürlich auch bei jedem einzelnen YouTuber bedanken, der mich irgendwie irgendwann mal unterstützt hat, irgendwie mal ein Video mit mir gemacht hat, einfach mal geliked hat oder was auch immer. Wirklich jeder YouTuber, der irgendwie in irgendeiner Hinsicht mich unterstützt hat, kann sich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Aber ich will gezielt 3 YouTuber auf jeden Fall nochmal ansprechen, die mich einfach todeskrass unterstützt haben. Einmal natürlich Wiska Barca. Am Anfang hat mich Anton wirklich so unnormal unterstützt. Allein die Sache mit der PS3, dass er mir die PS3 zugeschickt hat, weil ohne ihn wäre ich schon lange nicht mehr auf YouTube, schon seit 2 Jahren oder so nicht mehr, und es ist einfach mega nice gewesen. Danke nochmal an dich, Brudi, ohne Witz, ohne ihn hätte ich schon lange mit YouTube aufgehört. Dann will ich mich noch bei Marcel bedanken, nicht weil wir irgendwie viele Videos gemacht haben oder so, aber ich zeige euch einfach mal ein paar Beispiele, wo er mir einfach mega geholfen hat und einfach mich immer mal wieder erwähnt hat und so, und das fand ich einfach mega korrekt von ihm. Und der zweite Grund natürlich, dass es einfach so krass war, ich meine Blacktime Barca, die ganz Skiller vor dem Herrn, das war abnormal. Ich habe ja gegen Blacktime schon gescrimmt und so, und gegen Barca vorher. Gegen die Jungs gewinnt man vielleicht jedes, ja, ich weiß nicht, man, das war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Da gewinnt man vielleicht jedes zweite, dritte Spiel. Nur es war relativ ausgeglichen zwar, aber die beiden sind natürlich vom Aim her absolute Spitze. Es ist richtig nice. Und dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei Chaos Freak bedanken. Natürlich nicht, weil er mich die ganze Zeit unterstützt hat oder so. Klar, am Anfang in Call of Duty hat er mich noch mega unterstützt. Wir haben Videos zusammen gemacht. Ich war bei seinen Streams am Start und so. Das hat immer mega viel Spaß gemacht. Aber seit 3 Monaten ungefähr könnt ihr mal meine Videos durchklicken. Die sind einfach unglaublich hochwertig geworden, weil, ich weiß nicht, Chaos hat mich einfach so unnormal motiviert, da kann ich euch mal einen Screenshot einfügen, habe ich ihm auch geschrieben dann, das war glaube ich nach dem Video mein Statement oder so, da habe ich mich einfach so motiviert gefühlt und ich wollte alles geben, wirklich noch die 100.000 zu erreichen, und ich glaube durch ihn habe ich das irgendwie so ein bisschen geschafft, weil ohne ihn wäre ich niemals so motiviert an die Videos herangegangen. Ich glaube, ihr habt selbst gemerkt, seit den letzten 3 Monaten hat sich die Qualität meiner Videos nochmal um einiges verbessert, und da bin ich einfach mega stolz drauf und auch noch danke an dich, KS. Ja, Jungs, was werde ich als 100.000 Abonnenten
Beispiel machen. Ich glaube, die Frage habe ich schon gefühlte 1000 Mal bei Facebook bekommen. Und viele haben mich gefragt, ey, Blacktime, wirst du jetzt erzählen, warum du Blacktime heißt? Und das ist halt eine Story, Jungs, die gehört meiner Meinung nach eigentlich nicht so auf YouTube. Ich habe ja damals gesagt, ab 100.000 überlege ich mir das, aber ich weiß es einfach nicht, ob ich das wirklich raushauen werde, weil es ist eine Story, die gehört eigentlich nicht so wirklich auf YouTube. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob ich es machen werde. Ihr könnt ja einfach mal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr das unbedingt hören wollt. Ich sage jetzt nicht irgendwie so, bei 7.000 Likes werde ich auf jeden Fall das Video machen, weil ich glaube, das wäre einfach unfair gegenüber euch, wenn ich das dann doch nicht machen werde. Aber wenn ihr das hören wollt, dann lasst dem Video einfach mal einen Daumen nach oben da und dann sehe ich ja, wie viele daran Interesse haben, wie viele nicht. Aber es wird ein ultra legendäres 100.000 Abonnenten-Special kommen. Da freue ich mich schon so mega drauf, Jungs. Das wird einfach mega legendär werden. Freut euch doch schon mal drauf. Ich verrate es euch noch nicht. Es wird aber übelst nice. Es wird eine richtig geile Überraschung. Also freut euch da einfach drauf. Es wird einfach mega nice, Mann. Danke nochmal an euch 100.000 Abonnenten, Alter. Ich kann das immer noch nicht ganz fassen, Jungs. Ich kann das immer noch nicht ganz fassen. Ich habe die ganze Zeit ein Lächeln am Start. Das ist einfach mega nice. Danke an jeden einzelnen von euch. Der Daumen nach oben heute ist für euch, Jungs. Jeder, der heute einen Daumen nach oben gibt, weiß, dass er mich auf eine Weise auf jeden Fall unterstützt. Und richtig korrekt. Danke dafür. Checkt auf jeden Fall das letzte Video ab mit Sandro. War einfach ein Upload. Der war mega krass. Richtig nice. Checkt's auf jeden Fall ab. Die Fußball-Challenge. Und dann würde ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.